Damit willkommen zu einer neuen Folge von Miitopia. Ein bisschen Leveling und all das ist passiert. Ihr habt schon alles gesehen. Und ja, jetzt reden wir mit Tingle. Ein neues Quiz wartet auf uns. Und das möchte ich mir nicht entgehen lassen. Was haben wir diesmal? Vorhang auf. Es gibt drei Fragen. Fangen wir an. Frage 1. Igitt? Ja, also wenn man das nicht verstanden hat, also dann, ja, sorry, ne? Dann ist mies. Frage 2. Miku. Das sieht man doch. Solange du nicht jeden Mi als, also jeden Charakter als den gleichen Mi hast, ist das hier mega einfach. Danny. Ja, sorry, das ist mega einfach, das Minigame. Wir müssen, wenn viel schneller sein und das ist viel kleiner alles. Keine Ahnung. Ja. Ja. Kostenlose Bananen. Nehme ich mit auf den Weg. Durch was zum Geier geht hier ab. Und hey. Vielleicht können wir doch das ganze Gebiet hier erkunden. Hä, ist da hinten eine Villa? Seht ihr das? Ist da hinten so wie eine Villa oder so? Oh, warte, wenn hier der Pfeil ist, vielleicht ist dann geht, können wir dann doch nicht alles erkunden. Nee, da oben ist auch nochmal Dinge. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das hier ist das Ende. Schade. Konnten nur die Hälfte erkunden. Genauso wie bei diesem Eisgebiet. Das ist ja schade, um ehrlich zu sein. Ich möchte beide Gebiete erkunden. Vielleicht kann ich das aber auch gleich noch. Wer weiß. Bist du hierfür da? Das soll dieser berühmte Hamburger sein? Dieser Burger? Na dann hauen wir rein! Bosskampf gegen einen Burger. Und Toast. Aha. Okay. Mega Blitz! Bam! Und jetzt sagt die Toasten schon mal. Die leben noch? Nein, ich nicht! Nein! Hilfe, Leute! Er hat mich gefressen! Auf den Kramburger! Los, wir müssen ihn besiegen! So schmeckt es besser. Hm, lecker. Bam. Na, kommt schon, Leute. Hilf mir, Mann. Ah, ich werde verdauen. Ich habe keine Lust, Bürgerfressen zu werden. Ah, so ein Glück. Na, jetzt. Das war zu viel des Guten. Bam. Über 100 Damage machen wir jetzt schön mit dem Mega-Feuer. Aua! Nein! Nicht unseren Professor! Oh, sind uns alle lieb. Uwo. Bam. Mm. Ah, scharf! Noch mehr Schärfe! Gib Igitt sofort wieder her! Bam! Er ist immer noch drin. Girlfriend! Komm schon, den kriegen wir down. Easy! Nice, hat geklappt. Rauf da! Keine Zeit für Heilung! Bam! Fällt auseinander. Nice. Und ihr kriegt dafür ein Level up. Du warst ja tapfer, Igitt. Du hast dir eine Pause verdient. Na, das war ja eine schöne Überraschung. Der leckere Burger hätte erst uns verputzt. Ach, ich hätte mir gar nicht erst so große Hoffnung machen sollen. Naja, die Sache ist gegessen. Jetzt lachen. Hier hast du ein kleines Dankeschön für deine Hilfe. 1000 Gold. Nice. Übrigens, hast du schon mal vom dunklen Fürsten die Water gehört? Dunkleren. Ach, der? Naja, über den hört man nur allerlei Gerüchte. Aber ich habe nie richtig hingehört. Tut mir leid. Okay. Zumindest haben wir die Quest abgeschlossen und damit alle drei Quests durch. Wie das Spiel wohl jetzt weitergeht. Ich weiß nur, dass jetzt der Fotograf auf euch wartet. Richtig. Hier ein Bild für euch. Toll. Bam. Schon wieder ein Notfall. Wer ist denn jetzt diesmal krank? Bunny! Nein, Bunny!
Göffern wird sich um dich kümmern. Bin da sehr zuversichtlich. Oh, Young Mike will mit Freddy chillen. Gut, dann tausch dir mal. Dann gehst du jetzt. Geht denn jetzt zu Miko und Young Mike geht zu Freddy? Oh, deshalb ein Geschenk. Ein Kiwi schenkt Freddy ein Geschenk. Eine Kristallkugel. Die mag er. Ich meine, es gibt aber auch Geschenke, die man nicht mag, die die Miester nicht mögen. Aber ich glaube, das hatten wir bisher noch nie, oder? Habe ich wohl ziemlich Glück. Hm. Yay, echte Freunde. Ja, ich weiß, ich habe das letztes Mal nicht vorgelesen. Bei Level 25. Ich muss mal ganz kurz nachgucken. Kann das sein, dass unser Pferd Jesus am meisten mag? Ich glaube, das guckt man bei Team nach, oder? Team und dann unser Pferd? Details. Nee, mag besonders Mike. Hm, habe ich denn höher gelevelt als Jesus? Lass mich mal kurz gucken. Tatsächlich! Dann brauche ich es doch gar nicht vorlesen. Da habe ich es bestimmt schon mal irgendwann vorgelesen. Tatsache. Okay, dann. Okay, das ist cool. Das passt richtig gut. Herzchenkostümer mit so Stacheln und so. So Böses. Aber es ist trotzdem so Herzchen überall. Oh, das hat was. Ich finde, das hat was. Ich sehe das jetzt auch an, ganz ehrlich. Ich finde, das hat was. Weiß aber nicht, wie lange sie das anhaben wird, weil es passt nicht wirklich zu ihr. Vielleicht es sieht cool aus, aber ja, ich habe mich jetzt doch nochmal umentschieden. Irgendwie passt, sieht es nicht so gut aus zu Girlfriend selber. Piep. Ändern? Nee. Oh Gott, nein, nein, das wollte ich nicht. Ah, wie ging das? Details. Nein. Ach, ich bin falsch, ich bin auch bei Team, ich Idiot. Das muss unter Ausrüstung. Sorry, mein Fehler. Sorry, guys. That was my fault. Ich wollte eigentlich das ganz alte... Aussehen. Kleidung. Das ganz alte Outfit. War es nicht eins der ersten sogar? Wo ist denn das? Ich meine, das war eins der ersten. Oder nicht? Ich find's nicht mehr. Ach, das war's! Das Ziegenkostüm. In Rot. Okay. Ja, sorry, jetzt habe ich wieder Zeit verschwendet. Ah, es tut mir leid. Warte, mach mal weiter. Fehler abschalten und sich denken, boah, ey Mike, du bist so langweilig, ich muss immer alles drin lassen. Ja, okay, machen wir jetzt weiter. So, Jesus, komm ins Team. Du und Girlfriend müssen wir noch auch kennenlernen. Das kriegen wir bestimmt noch hin. Ja! Und nein, da wollte ich nicht rein. Da ist zu viel gedriftet. Ich wollte hierhin. Zu weit gereist. Weil genau das haben wir. Wir haben weit gereist. Wer bist du? Wer bist du? Ach, du bist Freshen, Mark. Keine Ahnung, wer du bist. Boah, Hilfe. Neue Quest? Es gibt eine vierte Quest. Wow, das wird zu Batman. Dieser Hamburger war ein schreckliches Monster, aber irgendwie sah er auch lecker aus. Okay. Neue Quest. Schleckermagier. Kann ich dir helfen? Der Dunkel darf fürs nicht weiter, muss man den kennen. Moment mal, da klingelt doch etwas. Ich glaube, meine Freundin Mabel erwähnte diesen Namen mal. Sie ist gerade in Wolken ein. Soll ich ihr den Weg zeigen? Besuchen wir meine Freundin. Ihr aktueller Aufenthaltsort ist Wolkenheim. Ah, und so kommen wir dann weiter. Wolkenheim ist bestimmt diese Wolke ganz oben, oder? Ich lehne das mal ab, weil ich will gucken, dass ich vielleicht einen Mii bekomme, mit dem ich noch leben kann. Ja, Isaac. Irgend so ein komisches Auge, Batman. Mit denen kann ich noch leben, aber irgendwelche random Dudes, die ich nicht kenne, da lasse ich es lieber. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Actually. Okay, die Quest-Mies ändern sich wohl nicht, aber warum ist hier Dr. Eggman? Und warum ist hier Tammy? Warum ist hier Tammy? Hi, Tammy! Und Dr. Eggman. Ich liebe Roboter.
Das passt sogar. Geil. Okay. Ja, okay, dann muss ich halt mit den Typen arbeiten. Mr. Meerspiel. Irgend so ein, weiß ich nicht, YouTuber vielleicht. Dann arbeiten wir mit dem. Sorry, dass ich den gerade nicht so gerade kenne. Ja gut, weil wir dann aufbrechen. Wir helfen ihm halt nur. Ich kann es nicht steuern, welche Mies kommen. Es kommen ja irgendwelche beliebten Mies oder so. Keine Ahnung. Ist halt so. Irgendeinem random Dude, der hilft uns hier zum Wolkenhain zu kommen. Hä, aber da ist immer noch so eine riesige Wolke dahinter. Und wie komme ich denn jetzt hier weiter bei Wach zum Geier und den Puderhöhen? Da gibt es ja auch noch Orte, oder ist das für später? Wir schauen da später einfach nochmal vorbei. Gehen wir erstmal zum Wolkenhain. The future is here. Wolkenhain. Hier wartet die Zukunft auf einen. Lasst uns aufbrechen. Schau, Jesus, wir stehen auf Wolken. Wie flauschig sie sind. Flauschiger geht's gar nicht. Yay! Yippie. Toll. Ich vergesse Grill. Gibt es hier Wolkenkätzchen? Das wäre doch super, oder? Roboter-Robolde. Wir besiegen sie mit Feuer. Nice. Halt nichts aus. Bam! Ich hoffe, wir finden hier im Wolkenhain den dunkleren Fürsten Iwata. Ich hoffe, wir finden ihn hier. Was ist unsere Aufgabe von dem Zauberertypen? Ich hab's gerade vergessen wieder. Jesus hat keinen Schlachtruf? Habe ich das nicht gemacht? Amen. Toll. Muss mal kurz gucken. Reise an diesen Ort. Wolkenheim. Okay, einfach nur erkunden. Einfach nur erkunden. Okay. Das ist hier die Quest, die Mission, die wir haben. Dann machen wir das. Yay. Letzter Wunsch. Und Miku will wieder zurück zu Bunny. Okay. Dann geht zu Bunny. Du, 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 du. Gute Besserung. Oh. So. Jesus will besser befreundet sein mit Verdonner, als ich es mit ihr bin. Er macht Konkurrenz. Das kann ich so nicht stehen lassen, oder? Hm. Wer möchte mein Geld? Das ist zu teuer. Nein. Oh ja, den will ich anziehen. Ich muss gerade ganz kurz zweimal schauen, um zu sehen, was ich mir da gerade anschaue. Ja. Ja, zieh ihn an. Fast 100 Stats haben wir jetzt schon mit Young Mike. Das ist gut. Very well. Very nice. Gut, machen wir weiter. Bunny geht's immer noch nicht gut. Alter. Die Arme. Machen wir erstmal den. Schalten wir erstmal den anderen Weg noch frei. Okay, da schneide ich jetzt doch rein, weil wir haben jetzt neue Gegner. Wir haben Mech-Skelette. Die sehen voll cool aus irgendwie. Statt einfach so ein Schädel auf Beinen ist es einfach so ein Computer auf Beinen. Auf so Skelettbein. Oh, Level Up von Girlfriend. Piekser der Strafe. Stich einen Gegner und seine Nachbarn mit dunklen Pieksern. Okay, das ist gut. Das ist wirklich gut. Sowieso ist hier schon das Ende, also. Ha, ist nicht schlimm. Blum. Yay. Wow, wir lernen uns kennen. Juhu. Ist ein bisschen wie ein Swimsuit, was Young Mike da hat. Bisschen schon. Apropos Young Mike, da wartet jemand auf dich, und zwar das Pferd.
Ich möchte mit dir reden. Und Level 14. Toll. Was wollt ihr haben? Achso, du willst den Finger, stimmt? Schlüssel? Warum willst du einen Schlüssel? What? Oh. Runenpiekser, der sieht voll cool aus. Schwere Kaliber, ja, ich hab kein Geld. I'm sorry, guys, kein Geld. So, Freddy, komm mal ins Team. Ich brauche einen Koch. Einen heilenden Koch, der uns hilft, alle zu heilen. Let's go. Ja. So, wir haben jetzt die Qual der Wahl. Oben oder unten als erstes? Ich mache erstmal nach oben. Weil, keine Ahnung. Qual der Wahl halt. Er hätte beides machen können. Och, komm schon. Wieder zwei Wege. Muss das sein? Aber ich glaube, die schneiden nicht raus. Weil die sind direkt am Anfang und da könnte ja sich was geändert haben im Endeffekt. Keine Ahnung. Bam, bye bye. Ach, die leben noch? What? Wie, die leben noch? Bam! Nicht mehr lange. Nicht lustig. Not funny. Didn't laugh. Bam. Ja, dauert noch ein bisschen, bis wir alle hier ein Level abbekommen. Ich merke gerade, wir sind alle Supporter, außer ich. Ne? Ich glaube schon. Dass wir gerade alle Supporter spielen. Wie cool. Ja, doch, wir sind alle Supporter. Nur ich nicht. Komisches Team, was ich mir da zusammengestellt habe. Aber hey, erst eine spannende Aktion. Mir doch egal. Man macht das nichts aus. Ey, das kommt aber ziemlich spät im Spiel, diese Fähigkeit. Die müsste eigentlich schon ganz am Anfang passiert sein, tun. Ja, Deutsch. Komisch. Naja. Und Bunny, geht es endlich wieder super. Spitoli, yahoo. Ja, yeah, und ihr könnt euch jetzt kennenlernen. Perfekt. Ja, guck mal, die quatschen sogar schon. Nett. Super, toll. So, bevor wir zur Kiste gehen, machen wir aber erstmal noch den Weg hier. Und hoffen, dass da nicht so viele Monster hier auf dem Weg lauern. Das könnte eigentlich ein neues Level sein, deshalb lasse ich es drin. Es ist direkt am Anfang dieser Weg hier, diese Weggabelung. Ich glaube, das führt aber nur zu Tingle, oder? Ich meine, da war Tingle. Ich habe es ja schon wieder vergessen. Oh oh. Nein! Hä? Hat Freddy sie geschubst? Ich hab's gerade nicht richtig gesehen. Ich dachte, sie ist einfach so hingefallen und Freddy war halt in der Nähe. Was ist denn da jetzt richtig passiert? Komisch. Egal, ihr seid weg. Bye bye. Wieso überleben die das? Ich dachte, ich bin stark genug. Bam. Und das Ziel. Na, sehr, sehr kurzes Level. Muss aber auch nicht länger sein. Yay. Ihr lernt euch kennen. Toll. Geld? Wer möchte mein Geld? Willst du immer noch den Schlüssel? Du wirst schon so lange dieses Mikro kommen. Jetzt holst du dir endlich. Meine Güte, ich kann es nicht mehr sehen. Jetzt holst du dir einfach. Seine Reporterin. Aus Tomodachi Life. Einmeldung. Irgendwas Abgefahrenes, unrealistisch ist gerade in Tomodachi City passiert. Schaut den Rescue-Helikopter. Hey! Und nun? Machen wir erstmal die Kiste und dann reden wir mit Tingle. Aber nach oben geht's nur zum Bonus lang. Hier geht's nicht richtig lang. Hier gibt es Essen. Noch was?
noch eine Kiste. Geld. Und... den Sonnentaler für Jesus. Dann hat er den endlich auch mal. Der sieht zwar richtig cool aus und er würde auch voll gut zu ihm passen, aber... Pinguin, Leute! Pinguin! Er könnte zwar so aussehen, aber... Pinguin! Geil. Das soll doch ein Pinguin sein, Leute. Hä? Das führt irgendwo hin? Okay, bevor wir uns das anschauen, erstmal mit Tingle reden. Erstmal das Quiz machen. Hey Donald! Ich bin's, Tingle Kula Limpa. Wer bin ich? Let's go! Wer bin ich? Drei Fragen, fangen wir an. Frage 1. Wer ist Quiz Freak Tingle? Du bist es natürlich. Ich weiß doch, wer du bist, Tingle. Frage 2. Wer ist Crying Cat? Du bist Crying Cat. Richtig. Frage 3. Wer ist Wüstenpromi? Haben wir schon mal geregnet? Du bist es natürlich. Viel zu einfach, Tingle. Es wird immer einfacher. Mach's mal schwieriger nächstes Mal, okay? Gib mir sogar nur Bonbons. Hey, Bomben. Bomben. Nein, Bonbons meinte ich. Hä? Wo geht's denn jetzt lang? Hatte da schon das Ende? Hä? Okay, vielleicht machen wir doch erstmal hier den unteren Weg. Ich bin voll verwirrt. Ich bin wirklich voll verwirrt. Wie, wo, was, wo geht's lang? Hm? Aber komm schon. Dieses Level, das kann noch keine weiteren Wege beinhalten. Das muss doch ein gerades Level sein. Komm schon, das könnt ihr mir nicht erzählen. Dass es nochmal so wirrwarr durcheinander geht. Bam! Explosion. Guck mal, sogar einen Blumenstrauß. Wie cool. Ich bin Level 22! Yeah! Ich erinnere aber nichts. Schade. Oh nein. Nein. Was? Was ist? Okay, komm. Gehen wir nur nach unten. Was zum Teufel geht da unten bitte lang? Wieso geht's da lang? Was soll da unten bitte sein? Ja, Freddy, jumpscare mich, bitte. Danke, Freddy. Wir sehen uns bei FNAF 4. Yay! Yay! Super. Und die wollen sich wieder kennenlernen. Ja, ja. Du nicht mein Level up. Warum zeige ich es dann überhaupt? Och Mann. Och Mann. Och Mann. Pfauenfächer. Ich weiß noch nicht, warum ich den jetzt kaufe, weil ich werde den definitiv nicht benutzen, aber... Pfauenfächer? Zumindest gute Stats. Aber sonst? Pfauenfächer? Why? Ach, egal. Naja. Machen wir weiter. Dimpudibampum. Nach unten. Hä? Moment! Würdest du mir sagen, wenn ich hier nach... geradeaus gedrückt hätte, ging er einfach nur hier hoch? Als Abkürzung mehr oder weniger? Und das ist jetzt nur... Oh, oh Junge, ey, diese Wolke, dieses Wolkengebiet ist einfach mal riesig. Wirklich riesig. Bock einschneiden. Ist ja hier auch mehr oder weniger wie ein neues Level. Ja gut, außer dieser Kampf hier, aber... Da machen wir ein, zwei Mal Bom Bom, Boom Boom und dann sind die auch schon weg. Das sind irgendwie die allen Gegner momentan so. Ich glaube, ich habe es auch ziemlich langweilig zu kämpfen, weil alle Gegner können alle nichts. Ich bin doch bisher noch kaum in der Bedrohung gewesen. Ich hatte noch nie einen Kampf, der wirklich sehr intensiv war. Und sehr fair von beiden Seiten her. Level up für Miku. Schön. Die Hunde bellen. Das bedeutet für mich, dass die Folge schon... ziemlich zu Ende sein wird.
Aber diesen Weg gehen wir noch lang und gucken, ob da wirklich einfach nur für uns jetzt eine Abkürzung schafft oder nicht. Was ist denn da? Ist das, ja, eine Wolke. Kannst du nicht essen. Oder? Also, ist die Wolke? Wie können die überhaupt auf Wolken stehen? Ich stelle zu viele Fragen, glaube ich. Wir sehen uns auf jeden Fall. Notfall! In der nächsten Folge wieder, wollte ich sagen. Ich bin natürlich schon wieder krank. Schon wieder. Schon wieder krank. Ihr seid Level 19, das ist schön. Schon wieder krank. Toll. Und ja. Es ist wirklich nur eine Abkürzung, meine Güte.